Oh oh. Das ist ein Dreckmonster, oder? Paula, wenn du das sehen könntest. Was ist los, Dani? Was hast du gefunden? El Doktors Labor. All seine. Wir werden von Terroristen angegriffen. Vertrag nicht das Video. Vertrag nicht den Weg ins Paradies. Hast du hier irgendwas Aufregendes? Wissen wir was? Wen? Ja, komm, dann sparen wir mit denen hier. Okay. Mach doch die Scheiben durch. Oh, jetzt redet auch nicht mehr mit mir. Verdammt. Mhm. Luis Suarez. Ihr verdient es nicht zu leben. Bitte, nicht schießen. Kann mich abknallen? Nee, oder? Naja, nee. Dann so. Oh, was ist mit dem hier? Reiselmäßig. Mit dem hier könnte man sprechen, schau mal. Oh Gott, schau mal voll. Was hat er dir angetan? Ey, Doktor! Er hat mir Gift gespritzt. Ist ja nichts Neues. Sorry. Der Doktor ist ein Monster. Oh, oh. Sehr gut. Gibt es noch einen Zettel? Ja, die müssen sich in der Schleuse befinden. Da kommt doch ein Drecksvieh hier, oder? Okay, weiter geht's. Schon wie verrückt da draußen. Halt sie in ein paar. Auf den Gelände sind sie gegen die Ross. Oh nein. Sie werden alles zerstören, was sie hier aufgemacht haben. Tötet sie alle. Hä? Aber sie hat doch. Ist er doch. Der ist. Kannst du laufen? Aber hier geht's nicht mehr ran. Jetzt meldest du dich schon das zweite Mal freiwillig für meine Experimente. Wir können dann durch den Boden durch. Du krankes Schwein! Ja? Gesehen, was Vivido anrichtet. Und ich werde das hier genießen, das kannst du mir glauben. Mit dir ist nicht zu reden, was? Wusstest du auch schon, was eine hohe Dosis PG-240 mit deinem Körper anrichtet? Halt's Maul! Ich töte bedeutend schneller als Krebs. Okay. Herz und dann ist unmöglich. Oh, es gibt mehrere Wege, keine Ahnung. Sieht nicht gut aus. Okay. Hier geht's irgendwie weiter. Ja. Ja, immer dem Licht entgegen. Heilen, warum sollen wir uns heilen? Oh. Wir haben Leben verloren. Dieses Arschgebiet. Na los. Raus hier. Hört es mal hier? Nee, natürlich nicht. Weißt du, was absolut. Oh shit. Was geht? Was geht? Raus hier aus der Bude. Ganz langsam mit meiner Hand hält die Haut. Das ist das Beste. Welcher von euch ist real? Waisenkinder. Oh Scheiße. Sie wollen unbedingt gefangen. Und es kümmert keinen. Oh, nimm Medizin. Komm. Ja, 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 ich hab gerade meine Rucksack abgefeuert. So, und so viel zum NG-Benutzen. Alles klar. Alter, wie? Hast du gedacht, ich finde nicht raus, was ihr Kids so treibt? Misch dir den dummen Gesichtsausdruck ab und mach mir eine Landezone frei. Was? Hallo, wir treffen uns am Landeplatz. Landezone, was? Mann, hm? Danke. Ab 85 Meter, da rechts hinten. Die Luftabwehr schon.
mehr. Das geht ja gar nicht. Improvisieren! Du hast improvisiert! Ich hab mein verdammtes Leben! Ist das schon irgendwo angeflogen oder was? Ne, keine Ahnung. Ihr kriegt uns nicht! Ich bin geflogen, um uns abzuholen, ja. Prima. Wie krieg ich denn hier ständig Damage? Okay. Oh oh. Oh fuck. Scheiße. Da Zeit, Mann! So, hier ist eine Muni. Der Doktor! Tod! Was für eine Tragödie! Die Siegesgöttin war heute auf unserer Seite. Genießt es, Guerreros! Denn morgen teilt sie es mit jemand anderem. Ich hab den jetzt nicht so bewusst erschossen. Ich hab die ganzen Klone von dem erschossen. Ja, irgendwie. Keine Ahnung. Warte, komm, wir haben bloß einen Film. Ja. Oh, vielleicht eher davon der Richtige. Geh ich mal von aus, ne? Noch nie was von Pedro Torero gehört? Diese Generation ist verloren. Hört ihr nie auf zu reden? Talia! Mio! Ich dachte, du wärst tot. No, fuck no. Hey, Doktor. Tot. Und Castillo ist der Nächste. Du klingst anders. Du hörst mich zum ersten Mal, Micha. Du marschierst mit mir nach Esperanza? Ich kämpfe dich. Ich jag Castillo eine verdammte Kugel in den Kopf. Aber denk nicht, dass ich dich vom Haken lasse. Es ist leicht, von Familie und Gleichberechtigung zu reden, wenn man kein Land regiert. Mhm. Wenn deine Revolution vorbei ist, hat meine noch nicht mal angefangen. Also halten wir das mal fest. Bicho. Si, Kapitän. Königin Clara. Ich meine Jefa. Nenn mich Paz. Paz. Radio Libertad möchte was von unserem neuesten Kommandanten hören. Zieh wir es durch. Wirst du allen sagen, dass Libertad meine Idee war? Scheiße, das werde ich mir ewig anhören. Ich hasse diese verdammte Musik. Das ist nicht Pedro Torero. Ah, genau, Dani. La revolución vendrá, mi pueblo no aguanta más. Ay, con la Yara unida, mi hermanos, y aquí venimos para luchar. Was für Lucha? Okay. Bis zum Scheid. Wahre Yarana. Diese Terroristas, die uns heimsuchen, haben keine Vision für Yara. Sie wollen nichts als Chaos. Sie... Diego.
Sie, Papa. Sie wollen nichts als Chaos. Das passt nicht. Das hast du schon mal gesagt. Schaut ein bisschen kränklich aus. Schon geöffnet? Sie, Senior Präsidente. Schläft wahrscheinlich auch ein bisschen schlecht. Es klingelt jede Stunde, Senior Präsidente. Hola, Fascista. Ich erkenne diese Stimme. Gefällt dir mein Geschenk? Du hast ihn ermordet. Was für eine Überraschung. Und durch die gefundenen Infos konnten wir 10 Ladungen von deinem kostbaren Viviro kapern. Ich hätte da eine Frage, Senora Garcia. Wenn ich tot bin und Yara brennt, was genau ist dann der Plan? Händchen halten? Und Lieder am Feuer singen? Pinga! Wer hat dir das verraten, Fascista? Du nennst mich Senior Präsidente! Werf die Kamera an. Ich kann jetzt zum Volk sprechen. Papa? Was? Halbner. Läuft, Senior Präsidente. Mit großer Trauer gebe ich bekannt, ein Held des Paradieses ist tot. Dr. Edgar Reyes. Er war nicht nur der Kopf hinter Viviro, sondern auch ein persönlicher Freund. Juan ruft gerade. Danny, wir treffen uns an der Statue von El Guardian, draußen vor Esperanza. Jetzt! Ja, ich bin die nächste rum. Es ist klar, Scheiße, du und Paolo versetzen? Das ist Tag X, Danny, Tag X. Jede Menge Arbeit. Was ist denn die Folge mit los? Hier hoch. Die Löwengrube. Die Löwengrube? Untersuche die Tafel am Fuß des Denkmals auf der nördlichen Peninsula Ventosa. Machen wir. Wo wollten wir denn gerade losspringen? Hier. Die nördliche. Achso, das ist da oben irgendwo. Oh, oh. Da was ist jetzt passiert? Da waren wir ja noch nicht mal annähernd da oben in dem Gebiet hier. Ach, jetzt hatte das. Wollte das Spiel gerade zum zweiten Mal öffnen. Achso, okay. Ist das ein Absprung oder was ist das? Absprung nach Nordosten, nee, nach Westen, nach Westen. Ja. Okay, perfekt. Da unten Blut. Was? Du kommst gar nicht so weit. Komm nicht? Nee. Ja, aber fast. Ich schau mal hier. Uah. Okay. Das habe ich gesehen. Kommt unser Auto? Ja, das steht hier. Achso. Er hat das gerade angefahren, hier, diese Sau. Ja. So. Hola. Scheiße. Was ist da? Moment, ach, der da. Okay. Okay, okay. Das geht. Habe ich markiert schon nicht, oder? So. Komm. Okay, hier geht's irgendwie nicht weiter.
Schlosskarte. Achso, wir müssen jetzt dann durchs... Da hoch mit was zum Denkmal. Oh, scheiße, das ist ein Flusser. Ja. Mhm. Achso, der hat wieder eine Geisel. Ja, weitermachen. Oh Gott, zieh. Da kommt ein Hubi, der ist irgendwie heiß. Gehen wir mal hier hoch. Ja, die Straße ist ein bisschen enger geworden. Achso, bei mir ist irgendwie kein, nicht wirklich ein Weg. Ach, hier ist die Treppe, okay. So, das ist sie da aber nie. Hat ich was, ja. Was für eine Aussicht. Leider versaut das Kapitol des Berdanza. Oh, schön, ja. So, was ist hier los? Abgeschlossen. Suche die Tafel. Die Tafel. Ja. Miguel de Hemdem, dem, das ist die Fundation. Interagieren mit. Was? Warnung, wenn du den Einsatz mit Juan annimmst, wird das Konsequenzen haben. Du wirst ihn nicht verlassen können, bis die Mission abgeschlossen ist. Es ist eine Einbahnstraße. Okay. Dann ist es so. Ist es so. Oh. Juan, was zum Teufel machen wir hier? Unter der Laterne ist es am dunkelsten. Was? Ich habe ihr gesagt, sie soll nicht gehen. Ich habe es ihr gesagt. Wen meinst du, Clara? Juan, was ist los? Er hat sie, Danny. Er hat sie geschnappt. Clara. Was? Castillo wollte reden. Nur die beiden. Er meinte, der Krieg wäre vorbei. Libertad hätte gewonnen und er würde nur nach einem Ausstieg suchen. Hm. Damit hat er sie gekriegt. Und kaum waren wir an der Küste, griffen Castillos Hunde unseren Konvoi an. Scheiße. Und was jetzt? Wir beide greifen El Presidentes Privatinsel an. Doch, diese Insel. Ja. Was ist das? Lass mich raus! Die Tschetschenen nennen es Elefant. Schneid den Schlauch durch und sie verraten ihre Mutter. Dann erzählen sie dir, was du willst. Welche Größe hast du? Supremo an oder aus? Ohne Supremo. Wir gehen leise rein. Jeder Soldat auf der Insel wurde von Castillo rekrutiert. Also bleib auf Abstand. Das sind Elite-Killer. Verstehst du das? Bin bereit. Ich suche eine Scharfschützenstellung. Du gehst zum Haus. Ich schätze, die Familie sitzt gerade beim Abendessen. Okay. Wir haben jetzt was. Oh. Was haben wir denn jetzt genommen? Hier ist ein Schalldämpfer oder was? Ja. Karte, Inventar. Aber wir haben gar kein Arsenal mehr. Sehr gut. Sehr schön. Lass mich einfach an einer riesigen Klippe zurück. Da kein Problem. Ja, voll.
Stellen wir kurz mal auf Einzelschuss hier. Okay, alles klar. Ja. Guck mal. Mein Haken schmeißen. Ah, alles ist weg, außer der Haken. Genau. Wir sind dann unter dem Training? Ja. So, wir sind hier Soldados. Jetzt sehe ich es gerade auf der Karte hier. Jetzt sind wir auf dieser Insel, okay. Die Löwengrube. Sau. Aha. Okay, ich hab nichts gesagt. Ein Alarm. Mhm. Vier Alarme, wolltest du sagen. Hier drüben sehe ich ein Zipline. Wie kommen wir denn an die ran? Juan, ich kann Antons Haus sehen. Okay, bin in Position. Du musst über die Mauer und zwar ohne erwischt zu werden. Du bist ein Panther, Danny. Niemand kann dir was anhaben. Hast du auch hilfreiche Tipps? Die Tore werden vermutlich verschlossen sein. Finde den Schlüssel, Danny. Als wärst du sowas wie ein Metalldetektor. Suerte. Also hier wäre eine Zipline, aber wie kommen wir denn darüber? Oder gehen wir einfach durchs Wasser runter? Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob das hier gesund ist, hier runter zu haben irgendwo. Einen Fallschirm haben wir aber schon und noch, oder? Oder haben wir den auch nicht mehr? Stimmt, Fallschirm haben wir gerade gesagt, haben wir ja auch nicht mehr. Wir müssen irgendwie mit dem Ski. Ah! Wir können auch da oben einfach den Haken hinschmeißen, schau. So. Nicht mal. und schon kommen wir wahrscheinlich zur Zipline hin, oder? Ja. Ist er? Sie? Ja. Irgendwo hier. Ja. Runter. Autschi! Tipp mal. Ich soll mal kurz gucken, ob wir noch was aufdecken können. Das ist der Witz. Hier sind Massen rum. Und dann sind 5 Alarme oder so. Schau mal. Dann können wir mal zippen hier. Wir zippen. Autschi. Okay, da ist ein Alarm. Da ist ein Typ. Oh, fuck. Fuck. Das Ding macht scheinbar nicht so einen wirklichen Schaden. Nix. So, du kommst für mich her. Oh fuck, oh. Ich trage um und da. Achtung, ey, wir kriegen Besuch. Ja. Scheiße. Oh nein, fehlgeschlagen. Fuck. Wenn die Gurke keinen Schaden macht. Oh. Du musst alles silent machen, ja. Okay, jetzt wissen wir es. Weil ich glaube schon, dass ich den richtig am Kopf getroffen habe, aber. Ja. Hat die nicht wirklich gekillt. Den ganzen Weg nochmal jetzt drauf. Lass mich einfach an einer riesigen Klippe zurück. Gar kein Problem. Ich hab die Kleidung kriegt uns aber auch nicht wirklich was. Ja, ist es vielleicht möglich, dass wir mit der Verkleidung einfach reinmarschieren, ohne hier großartig erkillt zu machen? Glaube ich nie. Weil ich meine, für was sonst diese Verkleidung?
Ja, aber dann drinnen, direkt drinnen werden schon noch ein paar sein, wa? Das ist nicht so leicht entdecken, vielleicht kann man wirklich rangehen und dann... Achso. Oder haben wir eine Machete? Guck mal, ach, da steht ja auch, mit der Verkleidung kann ich mich frei bewegen, solange ich keinem zu nahe komme. Finde den Schlüssel, Danny, als wärst du sowas wie ein Metalldetektor. Suerte. Oh, Mann. Oh. Gucken wir, ob wir den so kriegen. Okay. Vielleicht sollten wir sogar die Leichen mit, genau. Ja, den tue ich mal irgendwo hier ganz hinten hin. Ja, weg mit dir. Gut, Alarm ist aus. Also, solange wir keinem zu nahe kommen, ja, was heißt das? Echt? Die Wache da war weg oder so? Weiß ich nicht. Ob die da denken, wir sind einer von denen? Warte mal, hier können wir so ein bisschen abkürzen. Oh, da steht einer. Der befehlshabende Offizier. Wo? Auch ein Schlüssel für die Tore und keine Wache darf mich sehen. Hier wäre ein Alarm gleich. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich es riskieren kann. Hier in dem Gebäude scheint auch welche drin zu sein, oder? Ob da die Typen wegkriegen. Ne? Oh, der geht so schön runter. Prima. Okay, Alarm ist aus. Den Weg runter. Wie weit geht denn der jetzt? Wie dass der da unten die Leiche findet. Na gut, Alarm kann er da unten nicht auslösen. Da müsste er dann wieder zur Entzündung rennen. Da wirbelt es aber echt hier, ne? Was? Oh! Man steht zurück, ja. Ich hol mir den schnell. Jawohl. Zack. Du Eimer. Leg ihn den hin. Muss man hier dahinter. Schmeißen ins Wasser. Ja. Das kommt zurück. Sehr gut. Also hier im Gebäude muss da auch noch irgendeiner drin sein, weil den kann ich nicht aufdecken hier. Ja. Ah, hier! Der macht ein Nickerchen hier drin. Schläft! Komm mal rein. Sag ihm doch mal, dass hier nie gepennt wird. Oh, scheiße. Den musst du jetzt ausschalten, weil der ist gerade aufgestanden. Genau der Schlüssel, den ich gesucht habe. Haben wir auch. Hier ist noch so ein Zettelchen hier. Ist wichtig. Schmuggelware, bla bla bla. Ich hoffe, den Typen hier drin findet keiner. Wenn ich soll man den mal mitnehmen hier, sicherheitshalber. Soll man den abladen? Aus den da Zaun irgendwo, ja. Schmeiße einfach den Ding runter. Sieht mich hier irgendwie einer? Ach, der zweite Typ, der jetzt. Nee. Alles gut. Und tschüss. Au! Das tat mir schon weh.